Ist wahr, schon dabei. Ja, schon gut. Das Gebäude ist einsatzbereit. Was wollt ihr? Arbeit, immer nur Arbeit. So, jetzt müssen wir. Ich bin müde. Schon dabei! Wir können es ja schon mal fast fertig bauen, das Haus. Während wir darauf warten, dass genug Holz gesammelt wird. Also die Mine können wir fast fertig bauen. Während wir auf die 200 Holz für die Schmelze warten. Das Gebäude ist einsatzbereit. Oder wir bauen es gleich ganz fertig. Ah, die Schmelze. Keine Last. Nächste Stufe kann ich dann meinen Hexer ersetzen durch den neuen Mentalist. Ich hätte aber gerne mal wieder einen neuen Heiler, muss ich sagen. Ja, wenn wir da geholzt haben, können wir da noch ein bisschen holzen. Und hier oben Lenia bauen. Hier wäre halt auch noch etwas Holz. Was jetzt? Aber jetzt erstmal unsere Schmelze. Na los! Das Gebäude ist einsatzbereit. Ja, Arbeit. Immer nur Arbeit. Dann holen wir uns mal die nächsten 6. Für die Nahrungsproduktion. Ja. Wie teuer war nochmal das Nahrungslager? Das ist billiger. Und ein Jagdhaus, weil Fischis gibt es hier keine in dem Wasser. Und in dem Wasser sehe ich auch keine Fische. Nee. Also gehen wir auf die Jagd, weil wir brauchen den Platz. Und Tiere gibt es hier, also Hirsche genug. Keine Last! Also richten wir hier am Felsrand ein Nahrungslager. Ja, schon gut. Und daneben eine Jagdhütte. Das Gebäude ist einsatzbereit. So, die 5 errichten wir jetzt Jäger.
Na los. Daneben, genau. Und der blockiert jetzt die anderen, weil genau vor seiner Nase Wild stand. Toll, oder? Das sieht aber wirklich so aus, als hätten wir hier unten Ruhe. So, dann bin ich nochmal 10. Oder erst bei 9 aus. Ja. Damit will ich das mittlere Haupthaus. Irgendwo errichten könnten. Bei zwei brauche ich 5 Stück für Lenia sammeln. 2 Stück für Schamanenhütten und 2 Stück für den Schmied. Ist was? Das ist übertrieben große Keulenschnitzergebäude. Oh, das geht eigentlich noch vor der Größe. Braucht ja zum Glück keinen. Armeegebäude Kämpfer, Armeegebäude Zauberer, die 2. Ein Frostgolem. Okay, da wandert ein Frostgolem. Langsam auf unsere Base zu. Errichtet mir mal einen Keulenschnitzer. Das Gebäude ist einsatzbereit. So, unser erster Keulenschnitzer ist fertig. Ja, ja. Da wollte ich ihn eigentlich nicht unbedingt haben, aber gut, baut ihn dahin. Ja, hier verschwindet langsam wieder alles im Kriegsnebel. Oh, einen Keulenschnitzer brauchen doch Leute. Brauchen wir 2 mehr, weil die Schmieden brauchen auch Arbeiter.
gut. Na komm, holen wir uns gleich schon den letzten. Was wollt ihr? Lassen unsere Lenia-Sammler schon mal mit ihrem Schnitterzelt hier drüben anfangen. Hier errichten wir dann auch unsere beiden Schamanenhütten, weil es so passend ist. Dorthin also! Die anderen fünf müssen halt noch die restliche Infrastruktur hochziehen. Wie eine Ruhmeshalle, eine dunkle Schmiede. Und so weiter. Und ja, ich finde von den Gebäuden, also Blutheiligtum, dunkle Schmiede und Ruhmeshalle reichen jeweils ein Gebäude. Genau, frier meinen Heiler ein. Sie sind überall! Sie sind überall! Auf mein Zeichen, schnell! Was jetzt? So, eine dunkle Schmiede können wir errichten. Ach, errichten wir sie einfach hier. Sieht lustig aus übrigens mit dem Kopf. Schon dabei! Aus Stein, den wir gar nicht bauen könnten, weil wir haben gar keinen Stein. Als Orks. Außer wir bauen die Schmiede natürlich aus Dung und malen sie grau an. Das wird auch erklären, warum sie so dunkel ist, die Schmiede. Veteranen brauchen wir aber trotzdem immer noch eine normale Schmiede und müssen mal gucken, was wir brauchen, um sie abzugraden, die Veteranen. Veteran erhält Donnerschlageffekt auf Waffe, der bei Feinden zusätzlichen Schaden verursachen kann. Verbesserung ist fertiggestellt. Na, warum nicht? Wohin? Ja, als nächstes würde ich sagen, das Blutheiligtum, weil wir für das weniger Holz brauchen.
So, das Holz haben wir fürs Blutheiligtum. Ja, das Blutheiligtum ist klein und niedlich, also können wir es gerade so in die Mitte setzen. Ja, schon gut.